Für all diejenigen, die sich unter Ihnen für Aktien interessieren, haben wir jeden Freitag auf finanzmarktwelt.de eine Kolumne über Aktien, wo ein paar Aktien rausgehoben werden, gezeigt wird, was könnte interessant sein, was könnte interessant werden, worauf sollte man schauen. Schauen Sie da mal rein, das ist Manuel Koch, der diese Videos macht, jeden Freitag bei finanzmarktwelt.de. Jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus und Ciao. Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Die ganze Börsenwelt schaut auf ein Debakel. Es sollte ein milliardenschwerer Börsengang für WeWork werden. Und jetzt droht dem Unternehmen sogar die Pleite. An meiner Seite Sissy Heidmanek, unsere Finanzexpertin. Was ist da schiefgegangen? Was ist da schiefgegangen, darf man wirklich beim Unternehmen fragen, was so einen tollen Start über viele Jahre hatte. WeWork war wirklich erfolgreich, aber man hat natürlich, bevor der Börsenprospekt jetzt kam, auf die Zahlen nie so genau schauen können. Mit 47 Milliarden US-Dollar war das Unternehmen bewertet. Ja, und die Investoren haben vor dem Börsengang genauer hingeschaut und festgestellt, für jeden US-Dollar, der eingenommen wurde, wurde quasi ein weiterer ausgegeben. Also profitabel ist das nicht. Ja, und der CEO Adam Neumann wurde ja schon abgesetzt, aber das hat dann auch nicht mehr geholfen. Aber er ist eine ganz interessante Person, Milliardär, also er hat anscheinend da einiges richtig gemacht und gut an dem Unternehmen verdient. Aber er hat sich auch Kredite selber, hunderte Millionen selber gezahlt für eigene Projekte. Das hat so ein Geschmäckle und dann hört man immer wieder von irgendwelchen Partys, Sex, Tequila, Barfußlaufen im Büro. Also so viele Stichpunkte, die dann am Ende das Gesamtbild so ein bisschen geschmälert haben. Ja, und erstaunlich, denn WeWork hat einen ganz großen Gönner, nämlich die japanische Softbank. Die hat viele Milliarden in das Unternehmen gepumpt. Es hat bisher nichts geholfen. Jetzt wird es spannend. Ende des Jahres muss WeWork zeigen, wie es umschuldet. Und da rechnet man ein bisschen damit, dass sie es wieder mit einem vielleicht kleineren Börsengang versuchen könnten. Also muss man aber sehr, sehr genau hinschauen, was sich da noch tut. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, aber das Businessmodell Coworking ist sehr modern und ich habe mich auch mal mit einem Geschäftsführer von einer anderen Coworking-Firma unterhalten und der hat mir gesagt, wenn der Quadratmeterpreis in Berlin normalerweise 25 Euro bringt, kann man bis zu 75 Euro mit deren Geschäftsmodell verdienen für Catering, für die Vermietung von Konferenzräumen und andere Dienstleistungen. Also wenn man es richtig anstellt, ist da eine Menge Geld drin. Ja, deshalb wird es sicher spannend, was diese Firma noch draus macht. Also Adam Neumann, der Chef, ist ja jetzt nur noch Vorsitzender des Verwaltungsrates künftig. Es gibt eine Doppelspitze. Auch immer was Kompliziertes, aber womöglich gibt es eine Chance für diese vielen Mitarbeiter, die WeWork hat, denn die will man natürlich nicht einfach auf die Straße setzen. Ja, für den DAX ging es diese Woche nicht auf die Straße, aber vielleicht so ein bisschen aufs Glatteis. Ja, wieder viele Unsicherheiten, der Handelskonflikt ganz groß, der Brexit, schlechte Konjunkturdaten. Und da ist man erstmal wieder unter die 12.000-Punkte-Marke gerutscht. Absolut. Der DAX ist jetzt überhaupt mal aus seiner Seitwärtsbewegung ausgebrochen, nach unten. Was aber immer bedeutet, natürlich, es ist nicht schön für die, die im Markt sind, aber es ist auch die Chance in einem Markt, der in diesem Jahr 12% schon gelaufen war, der DAX, vielleicht wieder einzusteigen. Also eine ganz interessante Situation beim DAX. Und jetzt kommt ja auch die Berichtssaison wieder. Da werden wir die Ausblicke der Unternehmen auch sehen. Ist die Stimmung in der Wirtschaft, in der Realwirtschaft wirklich eingetrübt oder ist das alles nur erstmal so ein Gefühl? Was sagen die Zahlen? Das wird ganz spannend sein, diese dann auch zu sehen. Ja, also die ersten Zahlen jedenfalls, die das Herbstgutachten zum Beispiel diese Woche von den führenden Wirtschaftsinstituten hatte, die waren eben einfach nicht gut. Für dieses Jahr wurde das Wachstum von 0,8% auf 0,5% gekürzt. Das war ja vorher schon nicht doll. Und für 2020 von 1,8% auf 1,1%. Und das ist auch der Grund, weshalb die Stimmung natürlich hier gekippt ist. Und Aktien sind auch jetzt unser Thema, denn wir schauen auf die Top-Aktienempfehlungen der Trading House Börsenakademie. Zuerst schauen wir auf die Deutsche Post. Da gab es die Strategiepläne für 2025, Sissy. Positive Nachrichten?
Also grundsätzlich sollten Strategiepläne immer positive Nachrichten enthalten. Und eine wichtige Nachricht zumindest ist, dass die Deutsche Post deutlich in die Digitalisierung investieren will in den nächsten Jahren. Allerdings für Investoren heißt das auch immer erstmal eine große, große Geldausgabe. Und das kommt erstmal an der Börse nicht so gut an. Ansonsten wird sich die Deutsche Post vor allen Dingen im Briefgeschäft weiter kümmern müssen. Klar, sie hat gerade erst das Porto erhöht. Aber Manuel, wie viele Briefe schreibst du noch? Ehrlich gesagt, ich glaube eigentlich nur noch an den Steuerberater. Da muss ich einmal im Monat die lästigen Belege abgeben und das war's. Natürlich muss man gucken, dass man in diesem Briefgeschäft nicht zu viele Verluste macht. Deswegen ist das Porto erhöht worden. Paketgeschäft auch eine ganz wichtige Baustelle vielleicht jetzt sogar wieder, weil Amazon zum Beispiel ja auch wieder die Auslieferung der Pakete selbst in die Hand nimmt. Und das könnte der Post vielleicht auch noch ein paar Schwierigkeiten bringen. Ja, das wird ihr zumindest ein bisschen Geschäft wegnehmen. Und was die Deutsche Post auch ein bisschen belastet erstmal, sind die Handelsstreitigkeiten. Das sieht man schon am Konkurrenten FedEx. Der hat da ordentliche Einbußen gehabt. Und wenn wir jetzt mal auf die Aktie schauen, dann sehen wir ganz klassisch eine inverse Schulterkopf-Schulterformation. Das ist normalerweise ein Zeichen dafür, dass die Aktie an einen Wendepunkt kommen könnte und ausbrechen könnte. Allerdings sieht man hier, es gibt zwei weitere Schultern inzwischen. Das heißt, so klar war die Sache nicht. Jetzt muss man wirklich genau beobachten, wenn die Aktie tatsächlich mal über diese 32 Euro deutlich ausbricht, hat sie Luft nach oben. Aber davor muss man sie schon sehr genau beobachten. Was sagt die Tradinghouse Börsenakademie in ihrer Analyse? Ist die Aktie ein Kauf? So klar kann man die Frage eben leider nicht beantworten, das wäre immer schön, aber bei einer Aktie, die momentan so starke Schwankungen hat und so viele Schwankungen auch gerne mal noch mit kleinen Rücksetzern, gibt es gute Chancen. Man muss einfach auch das Geschäft der Deutschen Post beobachten und dann könnte die Aktie zumindest sehr interessant sein. Wir wollen auch auf Gold schauen, der sichere Hafen Gold, immer wieder in Krisenzeiten vor allen Dingen gefragt. Da lief es sehr gut, dann gab es ein paar Rücksetzer. Wie sieht das aus? Geht die Rallye da weiter? Ja, Gold hat eine Rallye, die immerhin schon seit über einem Jahr angehalten hat. Und dieser Aufwärtstrend ist auch nach wie vor intakt. Auch wenn wir hier sehen können, dass Gold jetzt gerade einen Rücksetzer hatte. Ja, woran liegt das, wenn der Aktienmarkt stark ist? Dann ist Gold nicht so wahnsinnig gefragt. Und Gold ist natürlich auch eine sehr spezielle Anlage. Jeder liebt Gold, aber Gold wirft keine Zinsen ab, keine Dividenden. Und Gold wird in aller Regel dann ins Depot geholt, wenn so ein bisschen Ängste aufkommen. Von daher könnte man überlegen, Manuel, ob das der Moment jetzt wäre. Ja, interessant. Also wahrscheinlich für den Mix im Depot immer eine ganz gute Sache. Muss man sich überlegen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Wir schauen jetzt auf die Veranstaltungstipps. Wer sich jetzt noch mehr Wissen aneignen will, der kann am Montag in Leipzig bei einem kostenlosen Börsenseminar im Marriott Hotel teilnehmen. Viel Spaß dabei und ein schönes Wochenende. Ja, ein schönes Wochenende und euch natürlich auch. Die meisten haben ja womöglich sogar ein langes Wochenende. Umso besser. Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie.